Hi und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Miitopia. Wir sind in der Wüste nebenan. Wir sind auf dem Weg. Ne, Moment. Ne, doch, das habe ich. Okay. Ich will es nochmal wagen. Ich will nochmal versuchen, die... Was waren das? Hippogreife? Ne, Quatsch, nicht Hippogreife. Die Greife. Die Greife anzugreifen. Kann man das überhaupt so sagen? Ist egal. Und... ich bin echt frohmutig, weil wir haben 4 Leute, Sayokan, Explosion. Vielleicht ist es genau die Attacke, die uns hilft, die Greife zu vernichten. Sayo, sag ich schon. Ja, die kann uns heilen. Lilly kann ja von mir aus mit den Spielen, wenn sie Bock hat. Soll sie machen. Da sind sie. Greife A und Greif B. Nein, zurück. Versuchen wir es. Mau. Ja, die bietet mir so mal ihre Hilfe an. Wow, jetzt hauen sie aber drauf. Heiß, heiß, heiß. Was macht Lilly? Ach, sie macht einen Schwung mit dem Mikro. Immerhin. Oha, das tut weh. Das tut... oh ja, das geht noch. Nein, keine Krokodilstränen hier. Oh ja, die bleibt zum Glück vollkommen unbeeindruckt. Die interessiert der Schnitt. Hört mal auf. Lass die Sayo in Ruhe. Oh, Greif A ist gleich down. Wir haben den ersten Greifen, Leute. Sayo ist zum Glück eine Banane. Ja, die haut nochmal drauf. Mit der heißen Bratpfanne. Was macht Lilly? Ah, sie liebt uns. Wir sind jetzt voll. Nein! Okay. Boah, was habe ich denn bitte schön für eine Verteidigung, dass er mir nur 9 abzieht? Okay, zurück. Ich brauche mal ganz kurz einen Streuer. Wo ist er? 1, 2, 3, 4. Na, komm schon. Passt. Nein, wir schaffen das jetzt. Komm schon, wir hauen jetzt nicht ab. Wir kriegen es hin. Bitteschön, 41. Sayo macht, feuert die noch schön an. Lilly haut die noch eine drauf mit 14. Immerhin. Was bringt ein kleiner Snack? Und gibt ihn. Oh. Schön. Ja, die bekocht uns alle erstmal. Nein, Lilly. Aber ja. Kann ich nochmal einen Tatzenhieb machen? Ja. Und er ist down. Er ist so down. Und weg sind sie. Ich wusste es. Ich wusste es. Wir können es schaffen. Ich habe nie an meine Mädels gezweifelt hier. Und wir zwei. Ha! Sayo und ich gehen sogar Level ab. Kratzende Krallen gelernt. Kratze einen Gegner gleich. Einen Gegner zweimal. Das tut gleich doppelt weh. Level up. Aber sie lernt leider nichts. Okay. Ich meine, ihr fehlt ja noch Eis oder sowas. Sie kann jetzt Feuer, Blitz, Explosion. Was ist da? Eine Kiste. Eine große Kiste. Anzugrobe. Herzlichen Glückwunsch. Sayo kriegt neue Klamotten. Sie meinte, ihre Lieblingsfarbe ist rot. Da kriegt sie den roten. Naja, sieht ein bisschen orange aus, ne? Aber voll cool. Sayo hat jetzt auch ihre neue Anzuggarderobe, die sie ja wollte beim letzten Mal. Ach. Und ab ins Gasthaus. Hihi. Ach, das Gequietsche mal am Ende. Ach, du hast Level 10 mit Magier erreicht. Ich habe auch Level 10 mit Katze erreicht. Da ist er. Aha. Ach, dann haben wir das auch geschafft. Keine Lücke mehr. Sehr schön. Da freue ich mich doch. Was haben die denn? Was läuft bei euch? Ich habe letzte Nacht nicht gut geschlafen. Oh nein, was war denn los? Naja, du redest im Schlaf ziemlich laut sogar. Oh je, das tut mir leid. Du hast ständig gesagt, ich auch. Ich kann mich nicht an nichts erinnern. Da freuen sie sich aber. Sehr schön. Da freuen sie sich.
Ach, die haben Hunger. Ja, die ist die Einzige, die sich freut. Wir müssten auch mal Toast verschenken. Wir haben so viel Toast, Leute. Ja, komm schon, Lilly. Zieh dir den Eisbecher rein. Keiner will den Skorpion? Hat Zahl überhaupt mal den Kaktus gefuttert? Ich meine... Nee, hat sie nämlich noch gar nicht. Weil MP kann sie ja genauso gut gebrauchen. Ist mal ein Toast? Ach, du hast ja gar keine Magie. Wie Schwachsinn ist das denn? Sayo kann aber Magie gebrauchen. Hier, ich krieg da Radieschen. Ich mag das. Die sind voll. Komm, kriegst du noch eine Watte. So ein Wattebausch. Bist du satt? Ah, okay, sie ist satt. MP könntest du aber auch mal vertragen, Madame. Ah, oh, das gefiel gar nicht. Aber alle sind pappsatt. Seht's euch an. Vollkommen zufrieden. So will ich das doch. Was hätten wir denn? Pünktchen. Mhm. Plongo Economy Ticket. Ich muss mal ganz kurz nochmal dieses Freunde-Ding von den Leuten angucken. Nee, das kann ich mir nicht angucken. Wer will denn da was? Ach, sie will ein neues... Was ist das denn? Sie will ein Schneebesen? Na schön, aber auch nur, weil du einen besseren Angriff brauchst. Sie hat einen Schneebesen gekauft. Ich hätte ja mehr gedacht, dass es eher was für Yadi ist. Aber okay. Yadi nimmt ja die, Ja, komm, kriegst die Geschenkuniform. Da freuen sie sich. Ach du Gott. Ich weiß nicht, welches ich das nehmen soll. 50 Abwehr, immerhin. Holla die Waldfee. Das wollte ich jetzt aber nicht. Auf geht's. Ich muss mal ganz kurz die Freundschaften angucken. Okay. Dann können wir nämlich in die Spielhalle. Falls wir nämlich das Reiseticket kriegen, ne, können wir ja Sayo und Lilly losschicken. Kein Bonbon. Kein Bonbon. Kein Bonbon. Komm schon. Verdammt. Ich wollte doch nicht das Bonbon. Ja, komm, noch einmal probieren wir noch. Ja, komm, nee, lass. Bevor wir wieder das Bonbon kriegen, ey. Ja, auf geht's. Die Mädels in ihrem süßen Kostüm hier. Schön, dann haben wir das nämlich jetzt auch durch. Warum mussten wir hin? Mussten wir da hin? Da war... Ich reiß mir einen ab. Das hatten wir schon, ne? Das hatten wir auch. Die Tante will nur Dings haben. Gut, dann gehen wir in eine Pyramide. Oh, da wartet jemand. Hm, ja, wir sind ja geheilt und... Alles ein Quatsch. Ist ja... Ach du Gott, gleich gegen drei, ey. Komm, wir probieren mal, Katzende Krallen braucht 12. Mau, mau. Neue Technik. Katzende Krallen. Ach, ich greife gleich beide an. Okay. Lilly ist verträumt. Und spielt erstmal mit dem Golem. Warum auch nicht? Okay. Blitz und Donner. Immerhin. Ah, jetzt greifen wir mal nochmal an. Komm, das hat auch gut funktioniert. Ich muss echt aufpassen, dass Sayo schön viel MP hat hier. Ah, und da die nächsten zwei mit 140. So. Lernt sie was? Nö. Lernt sie was? Nö.
Ein Golem-Steak. Aha. Okay. Da oben ist wer. Ich weiß aber nicht wer. Aber okay. Riesenpyramide. Jetzt habe ich aber Angst. Ich mache euch alle fertig. Uhu. Die Musik ist geil. Zieht euch die mal rein, ey. Das ist also die Riesenpyramide. Ob der dunkle Fürst Rosalina auch hier ist? Gut möglich. Monster mit den Gesichtern von Stadtbewohnern gibt es hier sicher auch. Jetzt wird's spannend. Egal, volle Kräfte voraus. Nichts kann uns aufhalten. Du hast recht. Auf geht's. Voll gepowert. Ach, Lilly. Ich hab dich doch erst Pappe satt gemacht. Ach, ich mag die Musik, ey. Oh, what the hell, die Mumie, ey. Ich weiß nicht, wer was macht, aber wir greifen vielleicht erstmal mal einen an. Mensch, Lili. Quatsch, Sayo. Immer den in der Mitte, Mensch. Immer den in der Mitte. Oh, was macht die denn jetzt? Ha! Immerhin. Was macht er? Oh. Aber das schockt die Sayo nicht. Die haut einfach zurück. Die ist voll happy wegen dem Kompliment. Weiter. Ah, Cobra Nuggets gab's wieder. Ich mag die Musik voll. Ah, jetzt sogar zwei. Jetzt mal so eine Mumie. 29. Aber die halten nicht viel aus, habe ich das Gefühl. Lilly ist schneller als Yadi. Ja, 30. 17, okay. Also die halten wirklich nicht viel aus. Jetzt doch nicht immer auf die Seite drauf. Jetzt lass du doch mal in Ruhe. Ist ja schrecklich. Die erholt sich ja auch nicht. Weiter. Kann doch nicht wahr sein. Dürrmumie. Menü. Streuer. Gott sei Dank. Jetzt geht's ihr schon wieder besser. Schließen. Ach, jetzt geht's runter. Den rechten. Was passiert? Puh. Sei es im letzten Moment ausgewichen. Oho. Holla die Waldfee. Das hätte jetzt ins Auge gehen können. Oh, ich habe schon gedacht, jetzt kommt das Gasthaus. Dann habe ich den Streuer ganz umsonst gebraucht. Aber wahrscheinlich kommt gleich auch ein Gasthaus. Ach, ich hasse mich doch. Also echt jetzt. Ach, verdammt. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, beide haben sogar ein Level abbekommen. Die sind jetzt Bekannte und können sich gegenseitig kümmern. Wie weit sind Yadi und ich? Wir sind jetzt gute Bekannte. Krankenbesuch. Oh. Flip. Was ist denn da oben schon wieder los? Ah, oh, Lilly hat ein Geschenk gekauft. Schau mal, was ich gekauft habe. Das wird dir gefallen. Die beschenken sich da die ganze Zeit gegen sich. Gegeneinander. Oh, ein Parfümfläche. Ah, das. Oh. Die freut sich jetzt nicht so sehr. Aber kein Level. Okay. Okay.
Eine Wollrobe. Wieso habe ich nur das Gefühl, dass das für Sayu ist? Ich glaube, es wird eine Wollrobe. Kann ich mir gut vorstellen. Also das war jetzt echt eindeutig, dass man die kriegen soll. Ne? Ach du Gott. Sie sieht ja aus wie der Weihnacht, wie die Weihnachtsfrau. Komm, wir lassen rot, dann ist es schon mal so herrlich weihnachtlich. Ist ja bald Weihnachten mit dem Stern. Hey, warum nicht? Sieht sie aus wie die Weihnachtsfrau. Ich weiß, ich push immer nur ihre Magie, aber sie ist halt doch nur mal die Magierin. Oh, sie ist hochzufrieden. Das fand's jetzt geil. Hier, Lili. Brauchst auch mal einen besseren Angriff. Flip. So. Oh, Moment mal, du mochtest doch die Nuggets hier voll gerne. Alle satt? Nö. Sie nicht. Gib her. Gib hin. Bam. Der Weihnachtsfrau hat's gefallen. Jetzt sind sie pappsatt. Das freut mich. Na, dann auf geht's. Weiter, weiter. Ach, jetzt habe ich schon wieder Sayu. Da könnte ich vielleicht Ärger kriegen. Ist egal. So, Sayu kriege ich jetzt erstmal keine neuen Klamotten. Bis Weihnachten vorbei ist, wird sie für immer und ewig die Weihnachtsfrau bleiben. Ich frage mich, ob es einen Soundtrack geben wird. Die Stimmung ist wegen der Reise ziemlich gespannt. Passt bloß auf! Pip, selber! Rrr. Rrr. Pa. Was hat denn Lilly da für ein Puschel am Popo? Damit ist das fast übergelaufen. Oh mein Gott, nein! Scheiße. Okay. Kann doch nicht wahr sein. Ey, das ist so ein wichtiger Kampf. Wir sind schon wieder in so einem unglaublich wichtigen Dungeon. Und die zicken um. Tschalalalalalala. Ach du. In ein Gemälde. Oh mein Gott, ich muss jetzt nicht gegen die Mona Lisa kämpfen, oder? Die Midna. Ach komm, jetzt übertreibt er aber massiv. Ihr Süßen. So, der erste ist schon mal da. Nicht übel. Ach, du Spitze. Ah, voll gut. Sei es dran. Nein. Oh. Neue Technik. Scharfe Speise. Ach du Gott. Wer kriegt die? Lili kriegt sie. Und sie zündet erstmal das Gemälde an. Oh, da ist der Angriff gesunken. Das kann schon mal helfen. Ich bin gut gelaunt und voller Energie. Und ja, die hilft mir auch noch. Komm schon. Mau. Männer. Sai ist jetzt sehr vorsichtig. Alle sind hier voll am Sauer. Kleiner Snack. Gib ihn, Lilly. Oh, danke schön. Sie ist ein bisschen sauer immer noch, ne? Sind das Gesicht, ey. Neue Technik. Harmonie. Oh, was ist das? Der Ärger ist vorbei? Was passiert? Was habe ich verpasst? Ach, ich bin nicht mehr sauer auf Lilly, aber Lilly ist immer noch sauer auf mich, weil das Harmonie-Ding nicht bei ihr funktioniert. Ich bin stur, aber ich freue mich. Ja. Lilly ist dran. Sie liebt uns alle. Sie ist immer noch so böse.
Wer kriegt ihn? Ach, ja, die isst ihn selber, okay. Ach komm, so viel kann der noch gar nicht mehr haben, ey. 61. Boah, wo kommt der denn 61 her? Dankeschön. Oh, Lilly guckt so böse. Weiter. Kunstgebäck. Oho. Ich glaube, ich werde gleich mal mit Sayo die Zimmer tauschen. Ah, eine kleine Schatztruhe. Was drin? Geld. Ja, immerhin. Die Mädels machen mich auch ein bisschen pleite. Ich brauche eine Pause. Ja, wem sagst du das? Komm schon. Gasthof? Nein. Noch eine Schatztruhe. 3 Spielscheine. Jetzt hauen sie uns aber zu. Jetzt kommt aber das Gasthaus. Komm schon. Wo ist es doch? Gasthaus gefunden. Juhu. Oh. Einmal Schläfchen, Schläfchen. Ach, immer diese Frage. Weiterspielen. So, als erstes. Mal mit Sayo tauschen, das geht so nicht. Du mischst einen neuen Stab. Na schön, aber nur weil das die Ausrüstung ist. Der sieht schon geil aus, muss ich ja schon sagen. Sieht schon echt cool aus. Ach, ihr und eure Wollklamotten. Ich habe das Gefühl, ihr wisst schon, dass es irgendwie so auf... Ach, verdammt. Ich hätte den Noctis-Stab auch so gewinnen können. Warum habe ich nicht geguckt, ey? Na gut, ich kriege aber den Becher. Yay! 3 Becher. Nein. So, die sind 2 schon mal. Jeder kriegt noch mal ein bisschen Happenpappen. Mhm. 24. Ja. Zieh's hier rein. Oh, unglaublich lecker. Oh mein Gott. Du, Christine? Ja, war sehr lecker. Den kriegst du den? Hast du den überhaupt schon mal gegessen? Nee. Fand's aber auch nicht so geil. Naja. Ist vielleicht irgendwas drin oder so an Nüssen, was ich vielleicht nicht mag. Lilly ist schon so ein kleiner Schleckermaul, muss ich sagen. Die mag so voll die Süßigkeiten. Nee, ja, die hat ja auch erst bekommen. Auf geht's. Komm schon, noch eine kleine Runde schaffen wir. Weil ich meine, es geht ja nur noch hoch. Da ist mit, ne? Da könnte man lang. Den gehen wir erstmal hier runter. Weil da war eine Kiste. Und ich will die Kiste. Vorwärts, marsch. Meine Füße tun weh. Ach, wir sind schon ein tolles Team. Da hat Lilly recht. Ach, komm schon. Tut mir das doch nicht an. Genau ansehen. Nicht bestätigen. Den bestätigen. Immer die goldene Mitte. Nicht bestätigen. Nichts passiert. Okay. Ich hätte auch alle bestätigen können. Bitte was? Was war das denn? Okay. Ich will das Zimmer von Yeti gehen. Okay. Ach, die zwei sind schon wieder so am Sport machen oder was ist los? Wir brauchen mehr Disziplin. Tun wir es für unsere Freundschaft. Training, hurra!
Okay. Sollen sie trainieren? Wenn Spaß macht. Jetzt sind sie ja schon Level 7. Schön. Dann hätten wir das jetzt auch und den können wir wieder tauschen. Gibt es irgendwas Neues in der Spielhalle? Exzentrikerpfanne. Ja, komm, start. Also ich nehme das Futter, ich nehme die Waffe, ich nehme das Reiseticket. Keine Banane. Komm schon, noch eins weiter, noch eins weiter. Yes! Bim, bim. Oh yeah. Komm schon. Und zum... Oh, Lilly! Lilly wollte nicht mit mir... Nein. Was ist denn da los? Lilly will sich überhaupt nicht mehr mit mir vertragen. Zurück. Katzenclown. Herzchenclown gekauft. Sieht ein bisschen seltsam aus, aber okay. Was ist denn nur los? Lilly mag mich ja überhaupt nicht mehr, warte. So. Versuchen wir es mal so. Dann steht Lilly nämlich neben mir. Geht's noch weiter runter? Hallo. Ah, ich will auch da runter. Habe ich was falsch gemacht? Ah, so. Ich hätte wahrscheinlich irgendwie die Hebel so betätigen müssen, dass sich da so ein Weg öffnet. Okay. Etwas zu futtern wäre nicht schlecht. Ein Kampf. Da hatte ich aber keine Angst vor. Ehrlich gesagt. 34 macht schon Schaden. Sayo burnt sie alle. Mit der Explosion. Da kennt die nix. Da kennt die Sayo ja nichts, ey. Oh, eine Kiste. Öffnen. Puppenpfeffer. Oh, das probieren wir nachher gleich mal aus dem Gasthaus. Lilly, du sagst es. Mal sehen, was der Puppenpfeffer macht. Oh, nein! Alles dunkel. Wer hat das Licht ausgemacht? Wo sind denn alle hin? Nach rechts gehen. Ach, hallo, ist da wer? Ah, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich habe zwar keinen Geburtstag, aber okay. Wir haben sogar ein Geschenk gekauft. Aha, danke. Ich habe doch gar keinen Geburtstag. War heute überhaupt mein Geburtstag? Nein. Leider nicht. Aber ich freue mich trotzdem. Ich habe ein Törtchen gekriegt. Das heißt, ich esse dann das Törtchen, alle anderen kriegen den Pfeffer. Da habe ich auch kein Problem mit. Blitz! Ach Mensch, immer die Mumie. Doch bitte immer die Mitte angreifen. Aber Lilly will immer, dass ich die Zugabe gebe, habe ich das Gefühl. Mann! Menno! Lilly! Was ist denn los? Oh, alles in Ordnung. Mensch, da geht's heiß her bei den Mädels. Wieso? Ach, Lilly ist so gemein. Die will sich gar nicht vertragen. Die wollte mit mir auch nicht auf Reisen gehen. Und war es noch eine Luxusreise. Ich glaube, Lilly mag mich nicht mehr. Das wäre echt traurig. Das Gasthaus. Juhu! Du hast 50 verschiedene Nahrungsmittel erhalten. Weiter. Ach, langsam aber sicher geht's doch. Da hast du jetzt aber Angst gehabt.
So, jetzt will ich aber mal gucken. Das Törtchen. HP, MP, Angriff, Magie. Müsste eigentlich Sayo kriegen, ne? Was sagst du? Ah, fand's du kacke. Komm schon. Wir brauchen eigentlich keine Magie. Dann ist mal. Aber dennoch was für Yadi was Schönes, was er mag. Hier. Yeah. Auch wenn er nicht wirklich sagt, man, aber der pusht einen ungemein. Okay, jeder hat was, ein bisschen was zu essen bekommen. Was sagt denn die Spielhalle? Na komm, probieren wir's. Wie gesagt, ich nehme die Kinderportion, die Exzentrika-Pfanne oder das Komfortticket. Vergiss die Banane. Ach, Gott sei Dank. Yay. Ja, die. Ja, natürlich. So, nein. Gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall hier fürs Zusehen. Wir machen im nächsten Part weiter mit der Pyramide. So, dann habt ihr noch mal so ein schönes Bild. Auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.